Ja, guten Abend hier im Kino des DFF des Deutschen Filmmuseums Frankfurt. Mein Name ist Christian Petzold. Ich durfte 10 Filme auswählen, eine Carte Blanche. Und ich habe mich für eine Carte Blanche d'Amour, wie der Urs Spöri das nannte, entschieden. Einfach Liebesfilme, es ist November. An irgendwas müssen wir uns ja wärmen. Und der Film, den ich jetzt ausgewählt habe, ist eine Komödie, eine meiner liebsten Komödien. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie nicht unter den besten Komödien aller Zeiten im Rankings erscheint. Er ist von Peter Bogdanovich, Barbara Streisand, Ryan O'Neill als Liebespaar. Ein Film, der offensichtlich ein Remake ist und auch sich dessen nicht schämt, von Bringing Up Baby von Howard Hawks. Aber er spielt heute in San Francisco. Es ist eine, ich kann Ihnen sagen, dass die Verfolgungsfahrt, durch die Straßen von San Francisco, die hier gezeigt wird mit der berühmten Glasscheibenszene, die lustigste Verfolgungsfahrt ist, die es im amerikanischen Kino nach Buster Keaton, Charlie Chaplin und Stan Laurel und Oliver Hardy gegeben hat. Diese Verbundenheit von Peter Bogdanovich, der auch ein großer Cineast und Filmkritiker war, und seine Kenntnis, seine Herkünfte. Ja? Er weiß alles über Max Sennett und Buster Keaton, und er liebt das Kino und er liebt Howard Hawks und er liebt John Ford. All das ist in diesem Film spürbar, aber es ist so leicht und so wunderbar und so unfassbar lustig, dass dass immer mein Team, wenn wir drehen, mache ich ja oft so Filmseminare und zeige Filme, fast bei jedem zweiten, bei der zweiten Produktion zwinge, mit mir diesen Film zu sehen, damit ich überprüfe, ob sie auch diesen Humor haben. Ja, ich glaube, das müsste reichen. Ich könnte den Film jetzt auch schon wieder sehen. Ich muss ja schon wieder lachen, wenn ich an ihn nur denke, weil er unglaublich verrückt ist und fantastische Choreografien hat. Der Bogdanovich war in den 70er Jahren einer der großen, erfolgreichen amerikanischen Filmemacher. Haben ihn dann später nochmal in den Sopranos gesehen. Da gibt es einen Schnitt, einen Riss in seiner Karriere, der viel mit dem Tod seiner Freundin Dorothy Stratton zu tun hat. Er hatte damals einen Film noch gedreht, Sie haben alle gelacht, der auch sehr, sehr schön ist, mit Audrey Hepburn, ich glaube, ihr letzter Film, bevor sie gestorben ist. Und Dorothy Stratton ist das Roller Girl, glaube ich, in dem Film, und sie ist dann nachher, hat sich umgebracht oder ist umgebracht worden, ich glaube, umgebracht worden von einem eifersüchtigen Freund oder Ehemann, weil sie mit Bogdanovich zusammen war. Also hinter diesem wahnsinnigen, lustigen Filmen und Filmen, die er gemacht hat, ist oft eine traurige und tragische Einsamkeit oder ein Vorkommnis. Wie bei allen Komödien ist ganz hinten, im Hintergrund der Komödie die Tragödie zu spüren. Vielen, vielen Dank.